Der Verovial-Selbsttest Glutenintoleranz kann schnell und mit einer Genauigkeit von 98% herausfinden, ob Sie an Glutenintoleranz leiden. Während glutenfreier Ernährung bilden sich die Transglutaminase-Antikörper innerhalb einiger Wochen zurück. Nach 6 Monaten sind die Antikörper nicht mehr nachweisbar, weshalb bei glutenfreier Ernährung das Testergebnis gegenstandslos ist. Der Test ist einfach durchzuführen. Alles, was Sie brauchen, ist eine ebene Tischfläche, sauber gewaschene Hände und eine Uhr. Alle Details sollten verstanden sein, bevor der Test durchgeführt wird. Entnehmen Sie die Inhalte der Testverpackung und versichern Sie sich, dass die folgenden Inhalte enthalten sind: Testkassette im Folienbeutel, Beutel mit Testkomponenten und eine Gebrauchsanweisung. Der Beutel beinhaltet ein Gefäß mit Probenverdünnungspuffer, einen Alkoholtupfer, 2 Automatik-Stechhilfen, ein Glaskapillarröhrchen im Schutzgefäß, eine Pipette und ein Pflaster. Bringen Sie die Testkassette und den Probenverdünnungspuffer auf Raumtemperatur. Öffnen Sie das Gefäß mit dem Probenverdünnungspuffer durch Abnehmen des Deckels und stellen Sie es aufrecht auf den Tisch. Nehmen Sie die Automatik-Stechhilfe und drehen Sie die graue Kappe, bis sie sich löst. Nach dem Lösen noch 2 weitere Male drehen und die Abdeckung entfernen. Reinigen Sie Ihren Zeigefinger mit dem Alkoholtupfer. Drücken Sie die Stechhilfe mit der runden Öffnung gegen den gereinigten Teil der seitlichen Fingerspitze und betätigen Sie den Auslöser. Dabei darf der Zeigefinger nicht bewegt werden. Drücken Sie vorsichtig einen Blutstropfen aus der Fingerkuppe heraus. Öffnen Sie das Schutzgefäß und entnehmen Sie vorsichtig das Glaskapillarröhrchen. Halten Sie das Glaskapillarröhrchen horizontal in den Blutstropfen, bis es vollständig gefüllt ist. Legen Sie das gefüllte Glaskapillarröhrchen in das Gefäß mit dem Probenverdünnungspuffer. Verschließen Sie diesen fest und schütteln Sie das Gefäß einige Male. Falls nötig, verwenden Sie das beigelegte Pflaster. Sobald sich das Blut vollständig mit der Lösung vermischt hat und sich die Flüssigkeit wieder zurück auf den Boden des Gefäßes gesammelt hat, können Sie den Deckel öffnen. Kurz vor Gebrauch die Folienverpackung öffnen und die Testkassette auf eine ebene Fläche legen. Entnehmen Sie mit der Pipette einige Tropfen der verdünnten Probe. Mit gefüllter Pipette 5 Tropfen von oben in das runde Anwendungsfeld der Testkassette geben. Bitte achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit auf das Ergebnisfenster T oder C aufgetragen wird. Nachdem Sie die Tropfen aufgegeben haben, berühren oder bewegen Sie die Testkassette nicht mehr. Nach Zugabe der 5 Tropfen lesen Sie nach genau 10 Minuten das Ergebnis ab. Das Testergebnis ist positiv, wenn eine hell- bis dunkelrote Linie im Kontrollfeld C erscheint und eine hell- oder dunkelrote Linie im Testfeld T zu erkennen ist. Das Testergebnis zeigt, dass in Ihrer Blutprobe Antikörper, die im Zusammenhang mit einer Glutenunverträglichkeit stehen, nachweisbar sind. Der Nachweis dieser Antikörper deutet mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das Bestehen einer Glutenunverträglichkeit hin. Um eine endgültige Diagnose zu erhalten, suchen Sie Ihren Arzt auf. Das Testergebnis ist negativ, wenn eine hell- bis dunkelrote Linie im Kontrollfeld C erscheint und keine rote Linie im Testfeld T zu erkennen ist. Der Test zeigt, dass in der Blutprobe keine Antikörper, die auf eine Glutenunverträglichkeit hindeuten, nachweisbar sind. Sollten gastrointestinale Beschwerden oder andere Symptome anhalten, ist eine weitere diagnostische Abklärung durch Ihren Arzt erforderlich. Wenn Sie keine Kontrolllinie C oder nur eine Testlinie T sehen, ist der Test nicht korrekt abgelaufen und ungültig. Überprüfen Sie, ob Sie alle Punkte der Gebrauchsanweisung genau befolgt haben. Führen Sie einen neuen Test mit einer neuen Blutprobe durch.